Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hello and das ist ein wahnsinnig geiler Glitch. Ihr habt ihn ja gerade schon gesehen. Man kann sogar zu Fuß fliegen. Da fliegt ihr mir erstmal in die Kamera. Aber natürlich kann man auch mit dem Auto in die Luft fliegen. Man kann sogar so hoch fliegen, bis man die Erde ganz gekrümmt sieht von GTA Online. Es geht doch nicht. Alles klar. Ja, doch, sowas geht wirklich noch nach dem Patch 1.17. Sowas mag man gar nicht glauben, aber in der Tat, es funktioniert noch. Allerdings sind die Autos da relativ schnell demoliert. Das ist ein vollgepanzertes Fahrzeug und es explodiert noch in der Luft. Was soll man dazu noch sagen? Wahnsinn, auf alle Fälle mal ein Like für diesen geilen Glitch. Und hier seht ihr es nochmal mit dem anderen Auto. Alter, was hat der für einen Namen? Yubauchi oder so, keine Ahnung. Wenn ich es falsch ausspreche, bitte verhaut mich nicht. Jedenfalls fliegt man mit diesem Auto nicht so gut. Der Carbonizar oder Carbonizer, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, fliegt richtig, richtig gut. Allerdings stehen auch Limousinen rum. Da seht ihr erstmal ein lustiger Effekt. Irgendwie ist das Auto eingequetscht. Es gleicht einem, ich möchte nicht sagen Pfeil. Auf alle Fälle guckt das linke Bein des Fahrers raus. Und dann kann man sich mit diesem Auto so hoch katapultieren. Ihr seht, wie das Spiel da hing. Unglaublich, dieses Auto fliegt richtig gut. Und es steht ja in der Nähe dieses Tattoo-Studio, wo wir uns gerade befunden haben. Und jetzt kommt schon das Stichwort Tattoo-Studio. Ja, man kann diesen Glitch an jedem Tattoo-Studio zeigen. Deshalb zeigt Jan der Oberlümmel nicht, weil er blöd ist und euch die Location nicht zeigen möchte, nicht die Karte, sondern weil ihr es bei jedem Tattoo-Studio machen könnt. Jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, an jedem geht das, aber da fliege ich aus dem Auto raus. Richtig geil, allein dafür muss man schon mal Like machen. Wie kann man aus dem Auto rausfliegen beim Aufprall? Richtig geil. Hab mich auf alle Fälle gefreut, dass ich das aufgenommen habe. Jedenfalls fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, wie man das macht. Ja, dazu kommen wir jetzt. Ganz einfach, man muss sich nur an diesen Stahl-Ding da von der Tür anlehnen. Ihr seht, dass die Tür so leicht wackelt. Und jetzt ist er da gerade gegengefahren, weggeflogen. Leider nur bis an die Häuserwand. Allerdings hat es mich auseinandergerissen. Ich bin hingeflogen. Und jetzt einfach gegenrennen kann man natürlich auch. Und man fliegt noch viel höher, wenn man einfach kurz bevor man gegenrennt, einfach hüpft. Ihr habt es ja gerade schon gesehen. Und jetzt kommt ein richtig lustiger Trick. Man, Superspeed auf alle Fälle auch am Start. Kommt manchmal auch, wenn man es falsch macht. Das heißt, wenn man zu spät abspringt, wird man so ganz schnell wegkatapultiert. Hier auf alle Fälle mal wie ein Aufzug. Richtig lustig sah das aus. Und das Beste ist, ihr verliert überhaupt kein Leben. Da seht ihr es nochmal. Ich lebe noch, obwohl ich den Fallschirm überhaupt nicht geöffnet habe. Das war's von dem Glitch-Tutorial. Ich wollte euch nur sagen, dass dieser wahnsinnig geile Glitch noch immer geht. Und auf alle Fälle, Leute, sage ich euch das, könnt ihr so aktiv gegen die Langeweile ankämpfen. Jeder kann das machen. Auch du. Ich glaube an dich. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr es genauso feiert, dass Rockstar Games diesen Glitch drin gelassen hat im Spiel, würde ich mich natürlich wie immer riesig über eine positive Bewertung freuen. Über euren Level-Support. Und dann würde ich mich noch viel mehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer...